er lebte von der Jagd. Er rauchte keine Zigaretten, weil es damals sowas noch nicht gab. So saß er stumm am Feuer und stierte vor sich hin. Dann baute er Faustkeile, nur so aus Langeweile. Martin L. war ein Gelehrter. Oft stiert er aus dem Fenster raus. Dann übersetzte er die Bibel. Zeile für Zeile, nur so aus Langeweile. Also ich für meinen Teil steh mehr auf Fernsehen, weil meine Frau und ich so gern sehen. Ich bin zwar kein Genie, doch das störte mich noch nie, noch nie. Rockefeller war ein armer Mann, er stierte in die Zeitung rein. Er kaufte halb Amerika, Meile für Meile, verdoppelt die Millionen, nur so aus Langeweile. Marie Curie war eine Physikerin. Oft saß sie in ihrem Häuschen drin. Sie wollte gern an den Atomkern und spaltet die Teile nur so aus Langeweile. Doch ich für meinen Teil steh mehr auf Fernsehen, weil meine Frau dich so gern sehen. Ich bin zwar kein Genie, doch das störte mich noch nie, noch nie. Also ich für meinen Teil steh mehr auf Fernsehen, weil meine Frau dich so gern seh. Ich bin zwar kein Genie, doch das störte mich noch nie. Ratatatara,